Hallo und herzlich willkommen zurück bei Evil Within 2 und das Spiel ging schon richtig gut los. Hier, komm mal, jede Menge Suppe und alles und alles ein Träumchen. Wir haben gerade eine Kettensäge oder irgendwas gehört und wir können über ein Objekt hinwegsteigen. Da hinten liegt ein Foto, komm, ist es jetzt. Ach so, klettern. Sorry, falsche Tastenkombi. Da hinten liegt was, das holen wir uns jetzt. Oh, da ist gar nichts, okay. Also, da ist noch nichts. Sagen wir lieber so, da liegt ein Foto. Das nehme ich mir. Was ist es? Informationen? Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform, gut beleuchtet und scharf sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. So, umdrehen. Ist was hinten drauf? So. Ne, nix drauf. Alles klar. Nehmen wir mit. Sehr gut. So. Was mir jetzt noch ein bisschen Sorge macht, ist die Leiche, die gerade da war und jetzt wieder weg ist. Ich bin angespannt. Das merkt man kaum. Ich neige dazu, mich vollkommen in dieses Spiel hinein zu versetzen. Kann man die Tür wieder zumachen? Ja, danke. So. Und da hinten ist ja noch das Auge, ne? So, hier war das Telefon, das vorhin geklingelt hat. Das klingelt jetzt nicht mehr. Da drin ist der weitere Mord passiert. Da hat das Auge kurz aufgeblinkt. Alter. Ui. Läuft da jemand? Oh, nein, nein, nein. Puppenköpfe. Alles nur das nicht. So, wir gehen erstmal da hinten gucken. Da war nämlich bei der vorherigen Durchlauf war dazu. Okay, wir gehen nicht da gucken. Da sieht's nach. Wohl. Was ist das, wenn ich hier runtersteige? Da unten sieht so aus, als ob es weitergeht. Wir gehen mal zurück. Ich laufe mal kurz nach oben. Ich habe mich jetzt nicht getraut, runterzuspringen. Alter. Ich weiß ganz genau. Irgendwann drehen wir uns rum und hinter uns steht eine Puppe. Ich weiß es. Wo sind wir denn hier? Ist der Typ wieder, der die Mordopfer brandmarkt sozusagen. Wir laufen ihm jetzt einfach mal hinterher. Komm, ist doch egal. Licht aus. Könnte nur sein, dass wir jetzt gleich wieder in Deckung gehen müssen. Weil wir haben noch keine Waffe. Ich hab's gesehen, das Auge hat sich bewegt. Alter, mir ist so warm. Ich komm grad nicht klar. Wo sind wir hier? Alter. Das da sieht mir nach ein paar mehr Mordopfern aus. Obwohl. Himmel. Das ist eine Frau, ne? Das der Rest sind Puppen, oder? Ich gehe mal ganz vorsichtig rein. Hört mal die Musik dann! Hier können wir leider nichts untersuchen. Schade. Ich gehe wieder raus. Können wir leider nichts untersuchen. Beim letzten Mal konnten wir ja eh drücken. Rebirth. Da ist ein Fahrstuhl. Okay, Fahrstuhl, wir gehen woanders hin. Fahrstuhl ist mir zu... Macht mir zu viel Angst. Fahrstuhl ist kacke. Ich mag nicht den Fahrstuhl. Von hier sieht es jetzt aus wie ein Opernhaus, ne? So, die Türen, die sind alle zu. Beziehungsweise ist ja auch ein Fahrstuhl. Komm, wir gehen jetzt. Wir machen jetzt eine Wiedergeburt. Führen wir durch.
Was passiert da? Nix? Die Wiedergeburt. Warum Wiedergeburt? Alles, was es tut, ist die Kamera hin und her schwenken. So, da hinten ist ein Vertrauensweg nach Fahrstuhl. Und Blutspur. Oh nee, oh Gott. Was ist das? Können wir hier? Der funktioniert sogar. Ich bin jetzt einfach irgendwo mal hingelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir hier machen. Ob das wirklich der Weg ist. Ja, Ducken haben wir schon. Wissen wir schon. So, hier ist irgendeine so Abstellräume, wo Reliquien und Requisiten, eher Requisiten rumstehen. Alter. Guckt sich das einer an. Lauter Personen, die da hängen, die tot sind. Bitte. Was willst du mir sagen, Sebastiano? Wenn die jetzt alle die Köpfe heben, dann schrei ich aber hier. Die haben die rote Schleife an. Die Katze hat auch die rote Schleife, glaube ich, um den Hals, oder? Guck mal, wie die hinten baumeln. So, was ist jetzt hier? Warum das Auge? Alter. Wo kommt die Kamera her? Das Gefühl, dass da gleich was passiert. Die Kamera spielt wahrscheinlich eine Schlüsselrolle in diesem Spiel. Oder zumindest tut sie das am Anfang. Oh, Scheiße. Speichert. Okay, das Auge. Wo sind wir jetzt? Langsam umdrehen. Das Auge Das Auge hat was zu bedeuten. Auf jeden. Alter. Foto von uns. Hat was zu bedeuten. Auf jeden Fall. Mach mal Licht aus. Das waren wir vorhin. Gerade eben. Was zur Hölle? Oh nein. Bitte nicht. Okay. Ich vergiss, was ich gesagt habe, Baby. Ja, was ist das für ein Tanz? Wir hoffen, dass sie mich nicht erwischt. Ausdauer ist gleich zu Ende. Lauf. Ich glaub, das war's. Mist. Ich stecke hier fest. Ach. Was soll ich tun? Die Leiter. Oder auch die Leiter, nicht. Die Leiter. Komm. Scheiße, die Olle ist schon da. Sebastian. Ey. Wer oder was bist du? Hau ab. Verdammt. Was zur Hölle ist das?
Nein, hau ab. Lass mich gehen. Alter, die Olle macht sich immer noch einen Spaß da draus. Alter, das Spiel. Ist es clever, da runter zu springen? Wir müssen. Nein. Runterklettern. Meine Finger sind so schwitzig. Nichts zu hören. Ja, komm. Da ist eine offene Tür. Gleich bricht sie irgendwo raus. Komm, ich rein. Fuck. Willst du mich verarschen? Lauf um dein Leben. Alter. Jetzt kommt der andere auch noch. Nein! Okay, wir sind unseren ersten Tod gestorben. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir müssen uns rauswinden. Etwas liegt im Argen. Nichts zu hören. Ja, komm. Das habe ich jetzt nicht, habe ich nicht bemerkt. Die Frage ist, können wir den Messerwurf ausweichen? Das ist nämlich was arschen. So, komm, lauf. Da kommt der Typ. Ich glaube, wir können nichts machen. Dann wird das Messer so oder so werfen. Wir können uns halt nur rauswinden. So, testen. So, jetzt haben wir eine Chance, wenn ich schnell genug geht. Nein! Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Das war gut. Oh, oh. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit in einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller, also mach bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Ah, okay. Feldmesser erhalten. Gut, endlich können wir mal zuhauen. Gott sei Dank, es wurde auch Zeit. So, der erste Schreck haben wir überlebt mit der alten. Wer ist das, ist natürlich die Frage. Ich dachte vielleicht, es wäre die aus dem ersten Teil. Die Zocker vom ersten Teil wissen, wen ich meine. So, hier ist erstmal nichts. Können wir jetzt vielleicht hier mal wieder speichern. Das wäre sehr schön. Und die Frage ist, haben wir Sachen übersehen? Und wo bin ich jetzt? Im Klo. Guck. Da ist ein Klo. Das Spiel macht mich fertig. Jetzt schon noch. In der dritten Folge oder so. So. Da ist hier ein Verschmuddelheftchen rum. Da liegt was auf dem Tisch. Das habe ich gesehen. Ein Foto. Wie gesagt, die Frage ist, haben wir schon was verpasst? Wir hatten noch mehrere Gelegenheiten. Wir hätten da runterlaufen können. Was ist das? Oh, eine Spritze. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesen Reisespritzen ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Toll. Eine Spritze erhalten, Maus 3, Gegenstand aus Arsenal benutzen. Ah, wir müssen drauf drücken. Okay, benutzen ist E. Haus der schön rein in die Venen, sehr gut. Aber Hauptsache eine Flasche Bier hier rumstehen. Oh nein, schon wieder Blut überall. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist noch eine Tür. Jetzt nach draußen? Sind wir jetzt endlich in Union angelangt? Was ist denn hier los? Da kann ich nicht hoch. Schade. Warum können wir hier rein? Ah, deswegen. Okay. Taschenlampe aus. Und da liegt eine Information. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist.
Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihren Seelen gnädig sein und meiner. Können wir hier scrollen oder so? Bild abwärts? Bild, wo ist denn Bild abwärts? Informationen 3 von 40. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon was verpasst haben. Da. Tab und Register. Was ist das für Tab? Ah, guck mal. Wir haben eine richtige Gegend hier rum. Position. Okay, Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Suche im Stem nach den Mitgliedern des Mobius-Suchteams. Das wissen wir schon. Inventar. Okay, wir haben momentan das Kampfmesser. Feldmesser. Dieses große Feldmesser ist perfekt geeignet für Schleichangriffe, um in direkten Ketten, verschlossenen Bereichen Zugang zu verschaffen. Außerdem ist keine Armbrust. Wir bekommen wieder eine Armbrust. Sehr schön. Die ist neu. Informationen. Tagebuch eines verlassenen Hauses. So, können wir hier... Machen wir hier. Okay, wir können hier die Sachen machen. Position 1 ist Ende. Okay, Informationen 6. Was haben wir denn hier noch? Erinnerung. Ah, Tutorials. Okay, Speicherterminals. Das ist alles das, was wir bekommen haben. Dias, das kennen wir schon mit uns drauf. Inventar. Was ist hier noch neu? Das Messer. Das wissen wir schon, dass das neu ist. Okay, Position 1 ist Ende. Hier. Oh, das ist unsere Statistik. Lassen wir mal außen vor. Wir kommen also, wir haben jetzt also, ist das jetzt Open World? Sehe ich das Open World? Sehe ich das richtig? Scheint mir fast so. Vielleicht kommen wir wieder zurück ins Hotel. Weil es gab ja mehrere Wege zu erkunden. Und wir müssen ja neben unserer Tochter zu finden, müssen wir auch die Mobius-Mitglieder alle erstmal finden. So, komm, wir gehen jetzt raus. Genug rumgespökert. Öffnen. Oh oh. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Berechtigte Frage. Aber das bringt jetzt nichts, darüber zu sinnieren. Sinnieren. Vielleicht ist das der richtige Ort. Na klar. Guck mal hier. Schön. Draußen alles. Regen, frische Luft. Lily. Ich hoffe, du bist hier. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto. Ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lillys Atem roch nach Zuckerwatte. Und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. I love you, Daddy. Schöne Scheiße ist das. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. The Last Chance Pack. Du hast die folgenden Gegenstände aus dem The Last Chance Pack erhalten. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, 50 Schießpulver, 100 Waffenteile, ein hochwertiges Waffenteil, Erste-Hilfe-Koffer und 5 Kräuter. The Last Chance Pack bekommt man, wenn man das Spiel vorbestellt hat, genau. Deswegen habe ich es. So, Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Juhu! Diese Automatikpistole gibt einen Feuerstoß aus 3 einzelnen Schüssen ab und verursacht mehr Schaden als eine gewöhnliche halbautomatische Handfeuerwaffe, auch wenn sie dieselbe Munition verwendet. Diese Waffe war im Last Chance Pack erhalten. Schießpulver, eine Explosionsmischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten.
Waffenteile, verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänkenwaffen verbessern kannst. Erste-Hilfe-Koffer enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen, besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden. Kraut, eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. So, jede Menge tolle Sachen haben wir bekommen. Maus 3, um was zu benutzen. Was, müssen wir jetzt irgendwas benutzen? Nee, oder? Wir müssen nichts benutzen. Waffentyp. Moment. Waffentyp, wechseln. Ja, wo ist denn die andere? Genau, die ist hier. Die ist halt ein bisschen besser. Benutzt die gleiche Munition. So, und wir sind heute auch schon wieder leider am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge erkunden wir gemeinsam dieses wunderschöne, idyllische Örtchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Pulsar. Macht's gut. Tschüss.